Montag, 15. August, kurz nach 10:30. Wir sind auf der dritten Etappe, kurz hinter Rothenburg. Heute verlassen wir das Taubertal und fahren weiter über den Altmühlradweg. Die Etappe hat etwa 80 Kilometer und 300 Höhenmeter. Davon ist der größte Teil direkt am Anfang und auf dem Weg zur Altmühlquelle. Im Moment ist es noch bewölkt. Das wird sich aber im Laufe des Tages wieder ändern. Die Temperaturen werden zwischen 25 und 30 Grad liegen. Top-Wetter, so wie wir es verdient haben. Unser Ziel ist heute Gunzenhausen am Altmühlsee. Wir waren gerade noch in Rothenburg bei einem Fahrradhändler. Nach dem Stauchplatzer gestern wollte ich nochmal mein Vorderrad kontrollieren lassen. Der war leider geschlossen. Ich hoffe mal, dass alles in Ordnung ist. Und jetzt geht es erstmal Richtung Altmühl. Genau so habe ich mich in diesem Moment gefühlt. Wieder platzt der Schlauch an meinem Vorderreifen und dieses Mal möchte ich auf keinen Fall weiterfahren, ohne die genaue Ursache zu kennen. Die Pannenhilfe meiner Radversicherung kann mir leider nicht weiterhelfen. Aber zum Glück gibt es hilfsbereite Anwohner, die mir den Hinweis auf eine Autowerkstatt im nächsten Ort geben und mich netterweise sogar samt ausgebautem Vorderrad dorthin fahren. Mit frisch repariertem Rad kann es dann weitergehen. Da die ganze Aktion fast 4 Stunden gedauert hat, müssen wir die restlichen 50 Kilometer bis zum Ziel zügig zurücklegen. Für Sightseeing unterwegs bleibt leider nicht viel Zeit.
Etappe 3 unserer Radreise von Würzburg nach Bozen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Darüber freuen wir uns sehr. Tschüss, bis zur nächsten Etappe.